Ich ranke Sneaker, ohne zu wissen, welcher als nächstes kommt. Let's go. Fangen wir an mit den Vans. Die waren damals, glaubst du, 2016 sehr beliebt. Ich habe sie nie gerockt. Ich würde sie persönlich jetzt auch nicht mehr tragen. Deswegen auf die 4. Aber ja, nichts gegen Leute, die den tragen, natürlich. Jordan 1 Obsidian. Ein sehr cleaner Schuh. In 2020 war der sehr beliebt. Kann man nichts mit falsch machen, auf jeden Fall. Setze ich auf die 2. Jordan 1 allgemein. Sehr zeitloser Schuh. New Balance ist 550. Finde ich sehr cool, sehr clean, sehr trendig, würde ich persönlich tragen, setze ich auf die 3. Und jetzt der letzte Schuh, schauen wir, was auf die 1 landet. Jordan 1 Dior. Ja, ein sehr teurer Schuh, ich würde den persönlich nicht kaufen, aber wenn ich den hätte, würde ich ihn tragen.